Wenn die Leute früher vom Ende der Welt sprachen, sperrten wir sie ein oder lachten sie aus. Manchmal beides. Doch ernst nahmen wir sie nie. Hätten wir wohl besser. Doch dazu komme ich später noch. Ich fange besser am Anfang an. Bei der Entführung von Desmond Miles, meinem Sohn. Dieser Bursche hatte keinen Ehrgeiz, keine Ziele, keine Pläne für die Zukunft. Was er hatte, war ein Vermächtnis, eines, das er ablehnte. Das kostete ihn fast das Leben. Er wurde geschnappt und eingesperrt. Seine Entführer wollten, dass er etwas für sie findet. Den Apfel. Eines von mehreren Artefakten, die wir Edensplitter nennen. Teile antiker Technologie, die auf dem Globus verstreut sind. Einige versteckt, einige gefunden. Allesamt gefährlich. Die meisten sind im Besitz einer Gruppe. Derselben Gruppe, die nun Desmond hatte. Sie kennen sie als Abstergo Industries. Wir kennen sie als die Templer. Als den Erzfeind. Wir bekämpfen sie seit Tausenden von Jahren. Sogar noch länger, wenn man die Geschichte ihres Ursprungs glaubt. Ich tue das. Immerhin habe ich die Wahrheit gesehen. Das ist das Schöne und der Schrecken des Animus. Dieses Gerät erlaubt es uns, die Leben unserer Vorfahren zu sehen und nachzuerleben. Es hat die Macht, alles zu verändern. Uns die Vergangenheit zu zeigen, wie sie wirklich war. Bis zu seiner Erfindung schrieben nur die Gewinner die Geschichte. Wir kämpfen dagegen an, um Körper und Seelen zu befreien. Doch unsere Mittel sind begrenzt und die Templer haben momentan die Oberhand. Aber nun nähert sich etwas Größeres als Templer und Assassinen zusammen. Größer als alles andere. Und wenn wir es nicht aufhalten können, werden die nächsten Wochen unsere letzten sein. Für alle von uns. Am Ende hängt alles von ihm ab. Von Desmond. Durch den Animus entdeckte er sein Vermächtnis. Entdeckte die Leben und die Geheimnisse seiner Vorfahren. Währenddessen trainierte er. Von einem anderen Vorfahren empfing er Jahrzehnte der Erfahrung in nur wenigen Tagen. Es klappte, glauben wir, hoffen wir. Und bald, bald wissen wir es. Der ominöse Tag nähert sich schnell. Der 21. Dezember 2012. Niemand weiß, was er bringen wird. Nur, dass wir hier sein sollen, wenn es soweit ist. Sie haben uns geführt auf ihre ganz eigene, frustrierende Weise. Diese Stimmen der ersten Zivilisation, derer, die vor uns kamen. Einer früheren Rasse mit enormer Macht und unerklärlichen Motiven. Sie sind die Erzeuger der Edensplitter. Hierher haben sie ihn geführt und mit ihm uns. Er steht am Eingang dieses uralten Ortes, gewappnet mit dem Wissen Altairs und den Fähigkeiten Ezios. In seiner Hand hält er den Edenapfel und wir stehen ihm zur Seite. Bereit, ihm, wo immer es geht, zu helfen. Sein Name ist Desmond Miles und er führte uns zum Ende. Wir sind da. Gehen wir.
Im nächsten Augenblick war sie ihm nachgesprungen, ohne zu bedenken, wie in aller Welt sie dort wieder hin. Ich glaube, wir sind da. Die Synchronisation sieht jetzt gut aus. Jetzt können wir die Umwelt rekonstruieren. Finden wir heraus, was der Tempel von dir erwartet. Ja, doch. Ich war nur in Gedanken, nur das. Und vergesst eure Einladung nicht. Master Birch wird euch drinnen erwarten. Hab Dank. Wo darf ich euch abholen, wenn ihr fertig seid? Gleich vor dem Opernhaus. Und bitte beeilt euch. Es wird sicher nicht lange dauern. Dann werde ich gleich vorfahren. Einladung bitte. Euren Mantel bitte, Sir. Ladies und Gentlemen, wenn ihr nun bitte eure Plätze einnehmen würdet. Guten Abend, Sir. Hier entlang bitte. Zeit, bitte. Abend, Ethan. Reginald? Ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich bin, von dieser Wiederaufführung zu hören. Mit Abstand, Gays beste Arbeit. Habt ihr es bereits gesehen? Einmal. Mein Vater nahm mich als Kind mit. Doch ich erinnere mich kaum daran. Und ich fürchte, dass ich mir diesen Luxus auch heute nicht gönnen werde. Nein, da habt ihr wohl recht. Dann weiter zum Geschäft. Seht ihr ihn? Hm.
Er sitzt in einer der Logen da oben. Die Treppe wird bewacht. Ihr werdet einen anderen Weg finden müssen. Das habe ich schon. Sir, Black Maul, that sick word of trial, comes on in the afternoon. And she hopes you will order matters so as to bring her off. As the wench is very active and industrious, entschuldigt vielmals. Found guilty. A lazy dog. Told him what would come to if he did not mend his hand. This is death without reprieve. I may venture to book for Tom Gag. £40. Let Betty Sly know I'll save her from the transportation. So I can get more by her staying in England. Betty has brought more goods into our lot here than any five of the gang. And in truth, it is a pity to lose so good a customer. If none of the gang take her on, she might, in the common course of business, live at 12 months longer. I love to let women stay. A good sportsman always lets the end partridges fly, because the breed of the gang depends on it. Besides, here the law allows us no reward. There's nothing to be got by the death of women, except our wives. Without dispute, she is a fine woman, was to our other life. Warum seid ihr nicht gekommen? Wir hätten einen Weg gefunden. Ja. Aber dann hättet ihr es gewusst. Was es hilft. Es tut mir leid. Ja, mir auch. Was machen diese Männer da drin? Bewegung! Hey! Wohin wollt ihr? Thank you.
Und wie war die Oper? Ja, langweilig, ehrlich gesagt. Sollen wir los, dann? Ja. Ecke Fleet und Bright. Wie ihr befehlt. Faszinierend. Gentlemen, ich habe hier einen Schlüssel. Und wenn man diesem Buch glauben darf, öffnet er die Tore eines Lagerhauses, derer, die vor uns kamen. Ah ja, die, die die Welt beherrschten, zerstörten und verschwanden. Wissen wir, was wir darin vorfinden werden? Vielleicht uraltes Wissen, vielleicht eine Waffe oder etwas Unbekanntes, dessen Aufbau und Verwendung sich uns entzieht. All dies könnten wir finden oder gar nichts. Sie bleiben mir ein Rätsel, diese Vorläufer. Aber bei einer Sache bin ich mir sicher. Was immer auch darin warten mag, wird uns allen bestimmt ein Segen sein. Oder unseren Feinden, falls sie es zuerst finden. Niemals! Dafür habt ihr gesorgt! Ich nehme an, ihr wisst, wo das Lagerhaus ist. Ah, Mr. Harrison. Gentlemen. Was sagen Ihre Berechnungen? Der Ort liegt sicher irgendwo in dieser Region. Das ist ein sehr großes Gebiet. Verzeiht mir. Wenn ich genauer sein könnte... Schon gut. Für den Anfang wird es reichen. Und deshalb bestellten wir euch hierher, Master Kenway. Wir möchten, dass ihr nach Amerika reist, das Lagerhaus findet und den Inhalt in Besitz nehmt. Ich stehe zur Verfügung. Obwohl eine Aufgabe dieser Größenordnung mehr als nur mich erfordern wird. Natürlich. Auf diesem Papier sind die Namen von 5 Männern, die uns zugeneigt sind. Sie alle haben besondere Eigenschaften, die euch helfen werden. Mit diesen Männern wird es euch an nichts fehlen. Nun, dann mache ich mich mal auf den Weg. Ich wusste, ihr würdet uns nicht enttäuschen. Euch erwartet ein Schiff nach Boston. Es legt im Morgengrauen ab. Geht nun, Haytham, und gereicht uns zur Ehre. Frische Luft wird gut tun. All on the ball and the old man is a crowd.